Hey ihr Lieben, willkommen zu Teil 4 meiner Lidschattensammlung mit eventuellem Aussortieren. Heute möchte ich euch auf jeden Fall die Marke Love zeigen, Kiko, Wet n Wild. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich fange an mit Love. Love Lidschatten liebe ich, finde ich richtig toll von der Qualität. Ich habe einmal von diesen Paletten hier 5 Stück. Das ist einmal die Copper Palette. Die sehen von innen immer so aus. Ich finde die qualitativ echt gut. Gerade die Schimmertöne sind sehr schön. Also die Copper behalte ich. Dann habe ich die Ultra Violet Palette. Die ist DM-exklusiv gewesen. Und ich finde die sehr besonders. Also solche, gerade auch so ein leuchtender Lila-Ton oder solche Lila-Palette habe ich ansonsten gar nicht in meiner Sammlung. Deswegen möchte ich die auch behalten. Die hier liebe ich so sehr. Die Iversity Nude Shades Palette. Die war mal in einer LE drin. Die ist so hübsch und so toll. Also die behalte ich auch. Dann habe ich hier die Acid Palette. Das ist so eine ganz, ganz bunte. Ich swatch sie mal für euch. Also es gibt Töne, die sind sehr krass, zum Beispiel dieses Türkis, das ist mega. Das Blau dagegen zum Beispiel, was hier sehr heraussticht, ist nicht so stark pigmentiert. Das müsste man so ein bisschen aufbauen. Das ist schon besonders, ne? Ich glaube, ich behalte die auch. Und dann habe ich noch die Rose Gold Palette. Die sieht so aus. Die behalte ich auch. Ich lasse die Sammlung zusammen. Ich glaube, es gibt noch 2, 3 weitere Paletten aus dieser Reihe. Die habe ich aber nicht. So, dann habe ich hier diese beiden riesengroßen Paletten. Die gab es ja mal in einer LE mit Essence und Catrice zusammen. The Choice is All Yours ist die eine. Also ich werde beide behalten. Ich finde die richtig gut. Die sieht so aus. Die hat als Farbnamen alles Frauennamen. Nina ist leider nicht mit dabei. Das finde ich sehr schade. Aber nein, die Palette ist wirklich schön. Und dann habe ich noch die Feel Your Power Palette. Die sieht so aus. So eine nudige Palette, aber auch mit besonderen Shades drin. Es gab auch noch eine dritte. Aber ich habe es bei den beiden belassen. So, dann habe ich hier meine... Dann habe ich hier meine 5 Iversity Paletten. Da gibt es auch eine Kollektion, die immer erweitert wird. Einmal die Extended Cherry Blossom Edition. Das sind so ein bisschen pastellige Farben. Die ist jetzt nicht so mega gut, um ehrlich zu sein, pigmentiert. Ja, es sind halt sehr helle Farben, aber ich kann das von der... Also von der Optik her nicht weggeben. Oder möchte ich einfach nicht. Dann habe ich die Rose Gold Edition. Die sieht so aus. So eine sehr warme rötlichen Töne. Dann habe ich die Love Rose Edition. Die sieht so aus. Ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen kühler. Dann habe ich noch relativ neu die Extended Vibes Palette. Die ist ein bisschen bunter. Und dann habe ich noch als neuestes die Extended Coral Edition. Die sieht so aus. Ja. Die bleiben alle bei mir. Genau wie dieses Exemplar hier, die Hatice Schmidt Kollaboration mit Love. Die Palette ist einfach richtig, richtig krass. Also ihr habt wahrscheinlich alle davon gehört. Die hat so gute, besondere Farben. Also guckt euch die Pigmentierung an. Wirklich sehr, sehr toll. Die bleibt natürlich in meiner Sammlung. Dann habe ich hier die Love Iconics Eyeshadow and Contouring Palette. Die sieht so aus. Ich denke, davon kann ich mich trennen. Das sind halt alles Brauntöne. So ein bisschen seidig, aber jetzt nicht mega krass pigmentiert. Auch von der Optik her ein
einfach jetzt nicht ein Sammlerstück, behaupte ich jetzt mal. Die werde ich jetzt aussortieren. Dann habe ich zwei von den iVotion Paletten. Die haben so eine Gummiverpackung. Sieht richtig cool aus. Da habe ich einmal die Farbe Nummer 700 und die 710. Vielleicht kann ich mich dafür eine von beiden entscheiden. Der Nachteil an dieser Verpackung ist natürlich, dass sie ultra schnell Dreck anzieht. Pigmentierung ist sehr gut, da kann man gar nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja, die sind so gut, ich behalte die beide. Dann habe ich hier diese beiden. Einmal The Matte X Metallic Eyeshadow Palette. Die ist auch echt schön. Die hat total hübsche Farbtöne, finde ich. Und teilweise sind sie so ein bisschen mittelmäßig, teilweise sind sie aber auch richtig toll. Die behalte ich auf jeden Fall. Und die The Rose X Copper Palette, die behalte ich auch. Die finde ich auch sehr schön. Auch die Verpackung, die bleibt auch bei mir. Und dann als letztes Love-Produkt habe ich noch diese große I'm More Than Gold Palette. Die ist auch sehr schön und die bleibt bei mir. Na gut, haben wir immerhin eine von Love aussortiert. So, dann habe ich hier einen kleinen Stapel mit Kiko-Paletten. Da habe ich einmal die Green Me. Also das sind alles LE-Paletten. Die sieht einmal so aus. Und das ist so eine kleine Warm-Tone-Palette mit neun Farbtönen. Die behalte ich. Dann habe ich hier die Jelly Jungle Palette. Die ist oder hat die gleiche Größe und sieht so aus. Ist ganz niedlich. Die nehmen ja auch nicht viel Platz weg. Die behalte ich auch. Dann habe ich hier noch die, ich weiß gar nicht, wie die LE sich nannte, auf jeden Fall Color Impact Eyeshadow Palette. Davon hatte ich auch noch die anderen beiden damals gekauft und die anderen beiden hatte ich schon aussortiert. Das ist die letzte, die noch übrig ist. Ich wollte die eigentlich behalten, halt aufgrund der schönen Optik. Die ist jetzt auch am besten auf jeden Fall pigmentiert von den vier Paletten, die ich hatte. Ja, das ist okay. Die behalte ich auch. Dann habe ich hier die Sicilian Notes Palette. Die fand ich leider nicht so gut, um ehrlich zu sein. Also von der Optik her wunderschön. Aber Pigmentierung, Performance auf dem Auge, das war, um ehrlich zu sein, nicht so toll. So swatchen lässt sie sich eigentlich ganz gut. Da bin ich mir echt nicht sicher. Also aufgrund der Optik würde ich sie eigentlich behalten müssen. Ich lege sie erstmal zur Seite, das entscheide ich später. Also am Ende der Videoreihe. Ich habe noch andere Paletten aus den letzten Videos da liegen. Da muss ich nochmal überlegen. Dann habe ich hier zwei aus Weihnachts-LEs. Einmal Magical Holiday aus dem letzten Jahr. Die sind wirklich wunderschön. Also die bleiben auf jeden Fall beide bei mir. Und Sparkling Holiday. Sieht so aus. Die mag ich echt sehr gerne leiden. Und dann habe ich noch die Arctic Holiday Palette. Die sieht so aus. Also ist komplett glitzernd. Und dann hat sie diese Farben hier. Die finde ich einfach auch sehr cool vom Packaging her. Die behalte ich auch. So, was packe ich noch in dieses Video? Ich habe hier noch vier kleinere Manhattan Paletten. Einmal die Amazing Nudes Eyeshadow Palette aus dem Standardsortiment. Ich glaube, die hatte ich mal in einem Tauschpäckchen drin. Die ist teilweise gut pigmentiert, teilweise. Also so die hellen Töne sind jetzt so lala. Ich glaube, die sortiere ich aus. Das ist jetzt nichts, woran ich hänge. Das ist kein besonderes Design. Das ist einfach Standardsortiment und jetzt auch nicht so besonders, finde ich. Ja, die kommt raus aus meiner Sammlung. Dann habe ich die Marcel Ostertag Kollektion. Das ist so eine kleine Mini-Palette hier mit so rosa Beeretönen. Die
gibt jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr so viel Farbe ab. Ich mochte das Packaging einfach immer sehr gerne. Oh je. Yeah. Ich bin mir nicht sicher, ich packe sie erstmal zur Seite. Dann habe ich noch die Supernova Palette in diesem Rot. Ich hatte auch mal die mit dem Gelbton. Die habe ich aber schon vor längerer Zeit aussortiert. Die fand ich eigentlich immer sehr schön. Ja, die ist auch ganz in Ordnung pigmentiert. Die behalte ich. Und dann habe ich noch die Vintage Romance Palette. Die finde ich auch sehr toll. Aus der Retro Glam LE. Hat so ein bisschen ähnliche oder ziemlich ähnliche Farben. Sogar wie die von eben. Ist allerdings nicht ganz so stark pigmentiert. Ach, aber die behalte ich. Da mag ich die Optik einfach zu gerne leiden. Ja, die bleibt bei mir. Dann komme ich zu Wet n Wild. Da habe ich zwei Paletten. Einmal die Comfort Zone Palette. Die ist richtig, richtig toll. Hat besondere Farben, auch ein Duochrome Farbton. Die mochte ich immer sehr gerne. Und dann habe ich davon noch die Petal Pusher Palette. Die mochte ich nicht ganz so gerne. Ich glaube, die kann ich abgeben. Ja, die gebe ich weg. Dann habe ich zwei Paletten von Tarte. Die behalte ich. Einmal die Tarte Let Toasted Palette, die ist richtig, richtig gut und schön und ja. Und dann habe ich die Rainforest of the Sea High Tides and Good Vibes Palette mit der Schildkröte drauf. Ja, ich hatte die ja letztens in einem Video getestet und es war eine Glitter-Eskalation. Ja, sie ist nicht die beste Palette, was so die Verblendbarkeit angeht, das nicht runterbröseln und so, aber sie ist einfach zu schön. Das ist auch wirklich so ein Sammlungsschätzchen. Die bleibt bei mir auf jeden Fall. So, dann habe ich eine Palette von W7. Da hatte ich auch mal zwei oder drei, die anderen hatte ich schon aussortiert. Das ist die On the Rocks Palette. Das ist so ein bisschen Dupe zur Anastasia Beverly Hills Subculture Palette. Ja, jetzt halte ich die nebeneinander. Es ist ein 1:1 Tube, ne? Also Anastasia ist deutlich buttriger, samtiger. Ja, also es kommt für mich auch jetzt nicht in Frage, eine Anastasia-Palette auszusortieren. Deswegen bleibt die bei mir. Und die On the Rocks-Palette, also die hatte ich vorher gekauft, bevor ich die Originalpalette hatte. Ja, die kann dann gehen. Sie ist aber auch, muss ich sagen, auf jeden Fall nicht schlecht pigmentiert, aber im Vergleich halt nicht so gut, ne? Deswegen kommt die weg. Dann habe ich hier noch eine Miss Lynn Palette, auch mal eine einzige von der Marke. Die hatte ich mir irgendwann mal bei Douglas bestellt. Da hänge ich nicht wirklich dran. Die kann weg. Dann habe ich von Batik die Palette... Wo ist denn die Farbbezeichnung? Die haben so komische Farbbezeichnungen. 001. Die habe ich von meiner Kollegin geschenkt bekommen. Von daher bleibt die auch bei mir. Ich finde die allerdings qualitativ nicht wirklich gut. Dann habe ich eine Palette von Milani. Die Pure Passion Palette. Die habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Dann habe ich zwei Paletten von MAC. Einmal die Burgundy Times 9 Palette. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Die mag ich total gerne, auch so von den Farbtönen. Und die Queen Supreme Palette. Die durfte ich mal testen. Und ja, da ich von MAC so wenig habe, behalte ich die beide. Dann habe ich diese Palette von Pudaya, durfte ich auch mal testen, die Fish Scaled HD Palette, richtig, richtig gute Qualität, die bleibt. Dann habe ich von Focalure zwei Paletten, einmal die Endless Possibilities Palette, die ist auch richtig schön und richtig gut, die bleibt auf jeden Fall auch bei mir. Und dann habe ich auch so ein MAC Dupe, also zumindest so von der Anordnung, 9 Colors Eyeshadow 05. Sieht so aus, die würde ich noch mal kurz durchswatchen.
Ist nicht schlecht, aber hänge ich auch nicht dran. Die sortiere ich aus. Dann habe ich noch drei NYX Paletten aus dieser älteren The Runway Collection. Da habe ich einmal das hier. Das ist schon ziemlich alt. Wie gesagt, auch ihr seht auch schon ziemlich, ziemlich gut benutzt. Das hat meine Mama auch damals mit benutzt und von daher, die bleibt bei mir. Dann habe ich die Smoky Eyes Palette. Die habe ich nie gemocht. Die sortiere ich jetzt mal aus. Ich mag einfach Smoky Eyes nicht so gerne. Also diese klassischen Smoky Eyes. Ich kann damit nichts anfangen. Und dann habe ich noch die Bohemian Rhapsody Palette. Die ist so ein bisschen kühl von den Farbtönen. Ja, ist okay, pigmentiert, aber da hänge ich auch nicht dran. Die sortiere ich auch aus. Dann habe ich drei Nabla Paletten. Einmal die Soul Blooming Palette, die hatte ich letztens erst in meiner Schminkbox. Sehr schöne Farben. Für mich war, also ich habe den Look wieder ausgewürfelt und ich hatte erst ein Make-up nur mit diesen Rosé-Farben. Und da habe ich gedacht so, also einfach so farblich war das nicht so meins. Aber als ich dann diese lila-blau-Töne mit ins Spiel gebracht habe bei anderen Looks, da mochte ich sie richtig, richtig gerne und von der Optik her sowieso. Also die bleibt definitiv bei mir. Dann habe ich die Dreamy Palette. Die Dreamy 2 hätte ich auch richtig gerne noch. Also die steht noch auf meiner Wunschliste. Also die Verpackung ist einfach wunderschön. Das sind diese Farben hier. Ganz, ganz hübsch. Und dann habe ich noch die Poison Garden Palette. Die ist ein bisschen größer und breiter. Und die schaut so aus. Ja, also die bleiben auf jeden Fall alle drei bei mir. Dann packe ich jetzt noch Rival de Loop und Rival de Loop Young in dieses Video mit rein. Ich habe zwei Paletten, die ich auf jeden Fall behalten werde. Einmal aus der Beauty Booster LE. Diese Palette hier. Generell finde ich Rival de Loop Paletten ganz gut. Also für den, die sind wirklich günstig und dafür ist es absolut in Ordnung. Und dann habe ich noch die Glam Wanted Palette. Die sieht auch sehr schön aus, die mag ich. Dann habe ich die Pure Nude Palette. Da, ja. Die ist ein bisschen trocken, ein bisschen krümelig, ist nicht schlecht. Hänge ich jetzt nicht mega dran. Ich lege sie erstmal zur Seite, da überlege ich noch. Dann habe ich noch die Mirja Dumont LE Palette. Das ist so eine 9er Palette wieder. Sind jetzt keine, besonderen Farben, auch jetzt nicht so gut pigmentiert. Ich glaube, die sortiere ich jetzt mal aus. Dann habe ich die Glam Sensation Palette. Auch da kann ich sagen, ist okay, aber nein, die brauche ich auch nicht. Die hier, oh Gott, die finde ich so hässlich, ne? Die Profi Palette von Rival de Loop Young. Die war qualitativ, oder ist qualitativ echt gut, also gut pigmentiert und alles. Da kann man überhaupt gar nicht meckern. Aber nee. Die sortiere ich jetzt mal aus. Bei mir bleiben wird die XXL Peach Palette. Die sieht so aus, ist wieder so eine Warm Tone Palette. Die ist ganz schön. Und die XXL Bronze Palette finde ich eigentlich auch ganz schön. Finde ich jetzt vom Design her nicht so schön. Die Farben sind an sich ganz gut. Die packe ich erstmal zur Seite. Die mag ich auf jeden Fall, die Matiamu Kollektionspalette, die bleibt bei mir. Dann habe ich hier die beiden kleinen Make-up Dreams Paletten, die wurden mir mal zugeschickt. Das ist eine so gräuliche, die sortiere ich aus. Und eine ein bisschen buntere. Nicht mega gut pigmentiert, aber die behalte ich dann dafür. Dann habe ich noch aus der The Golden 20s LE die Palette.
Die behalte ich auch. Die Dream On Palette, die behalte ich auf jeden Fall auch. Die finde ich auch sehr schön und ist halt auch so eine Glitzerpalette von außen. Dann habe ich noch die Travelholic Palette. Die kommt beim Swatchen eigentlich sehr schlecht rüber, aber auf dem Auge viel, viel schöner. Es funktioniert ganz gut. Die bleibt auch bei mir. Dann habe ich noch die Midnight Collection Palette in der Metallic Version. Die behalte ich auf jeden Fall auch. Dann habe ich noch diese süße Blechdose hier, The Fabulous Kit. Die bleibt auch bei mir. Dann die Chocolate Lovers Palette. Die sieht so aus. Die ist ganz süß. Die behalte ich auch. So, Akku wechseln, die 35. so ungefähr. Also, ich wollte sagen, aussortieren werde ich jetzt diese Palette hier aus der Snow Glitter LE. Finde ich von der Verpackung her einfach super, weiß ich nicht, billig, kitschig, keine Ahnung. Konnte ich mich bisher tatsächlich auch nie von trennen, aber heute ist es soweit. Dann habe ich noch diese süße Herzchen-Palette hier aus der Love You More LE. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Die finde ich wirklich sehr schön. Und dann habe ich noch als neuestes die beiden hier von Rival Loves Me. Rival de Loop Young hat sich ja umbenannt. Und die habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Einmal Into the Jungle mit diesen eher bunten Tönen. Und einmal Out of Space mit diesen helleren, kühlen, eher Pastelltönen wieder. Als letzte Marke für dieses Video nehme ich noch Make-Up Academy hier mit rein. Das ist ein britischer Online-Shop, den gibt es auch noch. Und früher habe ich da gerne mal bestellt irgendwie. Und da habe ich einmal diese Palette hier mit diesem Wackelbild vorne drauf. Das ist in Kooperation mit Britain and Ireland's Next Topmodel entstanden. Und die Palette nennt sich High Definition Supermodel Eyes. Hat einmal diese Farben oben und dann gibt es noch so eine Schublade mit Glitter-Shades und drei Blushes. Von der Verpackung her sehr klobig. Ich werde die mal kurz durchswatchen, wie gut da die Qualität noch ist. Die Farben fühlen sich ganz gut an, relativ weich. Eigentlich von der Qualität her total gut. Mir gefallen eigentlich auch so die Farbzusammenstellungen, muss ich sagen. Die Palette an sich, also äußerlich nicht, innerlich ja. Ich behalte die. Ja, die finde ich wirklich ganz schön. Kann man bestimmt noch gut mitarbeiten. Dann habe ich diese Palette hier aus der MUA Lux Reihe. Die ist relativ unspektakulär von den Farben. Es macht halt auch so ein bisschen die Optik aus, finde ich, bei der Palette mit diesen Nieten drauf. Auch da werde ich nochmal ein bisschen swatchen. Qualität ist ganz gut. Ich denke, die werde ich auch behalten. Und dann habe ich hier noch vier Stück von der klassischen Lidschattenreihe, wie es sie früher gab. Ich weiß nicht, ob es die jetzt immer noch gibt, aber letztes Jahr, meine ich, hatte ich da nochmal reingeschaut und da gab es die Paletten, glaube ich, noch. Ich habe hier einmal die Pretty Pastels Palette, dann die Starry Night, die Dusk Till Dawn und die Heaven and Earth Palette. Die Heaven and Earth ist so eine ganz klassische, bräunliche Palette. Da swatche ich nochmal ein bisschen. Wow, die Qualität ist echt gut. Ich glaube, die werde ich behalten. Abgeben werde ich die Dusk Till Dawn. Das sind nicht so hundertprozentig meine Farben. Und ich habe sowas ähnliches jetzt auch schon zum Beispiel in den Sleek Paletten behalten. Deswegen kommt die aus der Sammlung raus. Die Starry Night Palette. Also die Farben sind echt gut. Gut und auch sehr schön soft von der Textur. Die behalte ich auch. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann da wirklich mehr aussortieren. Aber die Qualität ist richtig gut. Die lange nicht mehr benutzt, muss ich sagen. Und die Pretty Pastels Palette, die habe ich früher sehr gerne benutzt. So für ganz softe Looks.
Also die ist für eine Pastellpalette auch richtig gut pigmentiert. Die behalte ich auch. Dann sortiere ich nur eine von diesen Paletten aus. Und auch behalten werde ich diese größere hier, die Immaculate Collection. Die habe ich früher sehr, sehr gerne schon benutzt. Das sind auch verschiedene Farben. Matt, schimmernd, ein bisschen glitzernd, metallisch. Ja, die fand ich schon immer sehr gut. Okay, MUA, dann sortiere ich halt nur eine Sache aus. Was soll ich machen, wenn die Sachen so gut sind? Okay, ich mache hier nochmal einen Cut. Sage vielen, vielen Dank bis dahin fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, schaltet morgen wieder rein zum 5. und letzten Teil. Da wird es um BH Cosmetics, Catrice und Revolution gehen. Und da gibt es auch noch einiges zu zeigen. Also bis dann. Tschüssi.